Was macht eine Gruppe eigentlich aus? Wenn sich mehrere Menschen treffen, dann ist es eine Gruppe, oder? Also wenn einige Kinder gemeinsam am Bus warten, dann ist das eine Gruppe. Irgendwie schon. Oder doch nicht? Gruppen, mit denen wir in der Jugendarbeit zu tun haben, die sind mehr als das. Für Gruppen in der Jugendarbeit ist es wichtig, dass sie ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl haben. Kinder und Jugendliche in einer Gruppe, die haben meist eine ganz klare Vorstellung davon, wer zu ihrer Gruppe gehört. Gleichzeitig grenzen sie sich aber auch ab gegenüber einzelnen Personen, die nicht dazugehören, oder anderen Gruppen. Es gibt ein richtig starkes Wir-Gefühl. Und in vielen Gruppen muss man auch Mitglied werden. Da geht es nicht nur um einen rechtlichen Akt oder um Versicherung oder ähnliches. Man bittet darum, dass man mitmachen darf. Und die Gruppenleiter und Vorstände, die entscheiden dann, wer dabei sein kann oder wer eben auch nicht dabei sein kann. In manchen Gruppen gibt es auch ganz klar sichtbare Zeichen der Zugehörigkeit. Bei den Pfadfindern zum Beispiel, die haben ein Halstuch. Oder die gleichen Trikots in einem Sportverein oder bei Fußballmannschaft. Bei der Feuerwehr gibt es auch eine Uniform. Auch Szenen und Klicken haben oftmals Erkennungszeichen. Bestimmte Klamotten zum Beispiel oder einen gemeinsamen Haarschnitt. Wenn sich Menschen treffen, dann wollen sie in der Regel was gemeinsam machen. Egal, ob sie im Team Basketball spielen, Musik in einer Band machen oder als Clique einfach abends unterwegs sind. Sie alle haben ein gemeinsames Ziel oder zumindest einen gemeinsamen Zweck. Manche Gruppen wollen die Welt verbessern oder als Band berühmt werden. Den anderen reicht schon der Wunsch, einfach mal was gemeinsam zu erleben. Damit eine Gruppe ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln kann, braucht sie gemeinsame Gruppenerlebnisse und vor allem aber auch ein gemeinsames Ziel. Wenn dieses Ziel irgendwann mal fehlt oder sich kein gemeinsames Ziel finden lässt, dann kann es sein, dass sich die Gruppe bald auflöst. Manchmal passt auch das Gruppenziel für einzelne Gruppenmitglieder nicht mehr. Dann kann man als Gruppe dieses Gruppenziel auf den Prüfstand stellen und entscheiden, ob das noch passt. Oder das einzelne Gruppenmitglied entscheidet sich, dass es die Gruppe verlässt, weil sich einfach kein passendes Ziel findet. Das kann manchmal schon ganz schön kompliziert sein. Aber das kennst du wahrscheinlich selber auch aus deinem Freundeskreis, aus deiner Jugendgruppe oder anderen Situationen. Was bedeuten Gruppen jetzt in der Jugendarbeit? Wenn Kinder und Jugendliche erwachsen werden, dann beginnen sie sich langsam vom Elternhaus zu lösen. Die Freunde werden dann immer wichtiger und für manche ist die Jugendgruppe wie eine zweite Familie. Man will die Zeit mit Gleichaltrigen verbringen. Die Gleichaltrigen prägen dann die eigene Einstellung und auch den eigenen Lebensstil. So wie man eben ist, hängt auch ein bisschen von den Freunden ab. In Gruppen können Jugendliche viele soziale Aspekte für ihr späteres Leben lernen. Man kann sich ausprobieren und man bekommt Unterstützung aus der Gruppe, wenn es mal nicht so läuft. Deshalb ist es auch wichtig, dass du als Gruppenleiter Bescheid weißt über pädagogische Fragestellungen rund um Gruppen. Also mach dich fit!